Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Dominik und wir sind heute beim Ford Center Soest, denn ich habe einen Anruf bekommen, um mein Auto der ganz besonderen Art und Weise anzuschauen. Okay, die Art und Weise ist vielleicht gar nicht so besonders, aber dieses Auto im Speziellen gibt es in Deutschland bislang noch nicht. Ich spreche jetzt nicht von diesem Ford Puma ST, den ich auf jeden Fall persönlich auch sehr, sehr cool finde, sondern ich spreche von einem Auto, das, ich würde sagen, so bei dem einen oder anderen negativ aufgestoßen ist aufgrund des Namens. Ich gehe aber jetzt mal ganz offen in dieses Gespräch. Und wenn ich mir das Fahrzeug jetzt schon mal so anschaue von hinten und die Hecklampen leuchten sehe, dann würde ich sagen, kann man die Gene auf jeden Fall erkennen. Ich würde sagen, der Kenner weiß inzwischen, wovon ich spreche. Ja, es steht ja eigentlich auch im Titel und in der Videobeschreibung. Deswegen viel Spaß mit dem neuen Video über den Ford Mustang Mach-E. Wir sind hier jetzt gerade in der Halle und vor mir steht das Auto und ich bin ganz ehrlich doch sehr positiv überrascht, wie der Wagen aussieht. Er hat mehr mit einem Mustang zu tun als das, was ich vorher eigentlich gelesen und gehört hatte. Gerade, ich schaue jetzt hier von hinten drauf, würde ich sagen, ist das eindeutig als Mustang zu erkennen. Und auch von vorne, ich habe mir gerade kurz von vorne angeschaut, auf jeden Fall auch. Ich würde sagen, kurz mal eben ein paar bewegte Bilder vom Fahrzeug für euch. Viel Spaß! Ja, dann fangen wir mal an mit einem kurzen Rundgang um das Fahrzeug. Wir haben hier die Variante AWD Extended Range, das heißt 351 PS, eine Reichweite von bis zu 540 Kilometern. Der eine Motor sitzt hinten auf der Hinterachse, der andere Motor hier vorne über der Vorderachse. Schauen wir uns das Auto jetzt erstmal von außen an. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, er ist eindeutig als Mustang zu erkennen. Wir haben natürlich hier vorne das Mustang-Logo. Aber wenn wir uns jetzt mal hier beispielsweise so das Design der Frontscheinwerfer anschauen, finde ich eindeutig so dieses gedrungene, schmale, sieht auf jeden Fall sehr, sehr stark nach Mustang aus. Also ich finde, man kann eindeutig sehen, dass das ein Mustang ist. Schauen wir jetzt mal die Rückleuchten an. Können wir doch auch hier eindeutig die familiäre Nähe zum Mustang erkennen und natürlich auch hinten auf der Heckklappe wieder das Logo vom Mustang. Absolutes Highlight von außen sind für mich hier die Türgriffe, wenn man sie überhaupt noch als Türgriffe bezeichnen kann, weil das ist eigentlich mehr, ich gehe mal ein bisschen näher dran, ein kleiner Knopf. Und zwar drückt man da drauf und die Tür springt hier quasi schon automatisch auf. Ich drücke auf diesen Knopf. Und die Tür geht automatisch auf. Man kann, wenn man nicht eben diesen Knopf nutzen möchte, auch hier eine Zahlenkombination eingeben und mit dieser Zahlenkombination die Tür dann öffnen. Wir können jetzt hier schon mal kurz in den Innenraum reinschauen. Aber ich würde sagen, den schauen wir uns gleich nochmal speziell an, denn wir gehen jetzt erstmal ums Auto rum. Wir haben hier hinten bei der Hecktür genau die gleichen Knöpfe, wenn wir da drauf drücken. Dann springt uns die Tür quasi entgegen und wir haben hier die Möglichkeit, in die zweite Sitzreihe einzusteigen. Also das verringert natürlich den CW-Wert, gerade wichtig für Elektrofahrzeuge. Und wenn ich ehrlich bin, finde ich das sogar auch nochmal cooler als die Türgriffe, die dann hier in der Karosserie verschwinden. Also das ist so ein bisschen Zukunft in der heutigen Zeit. Sehr, sehr cool gemacht. Heckklappe hatten wir schon gesehen, Mustang-Logo. Es ist natürlich ein SUV. Aber trotzdem eine sehr, sehr langgezogene Heckscheibe. Das heißt, es ist nicht normales SUV, es ist mehr so SUV-Coupé. Ist natürlich auch, ich würde sagen, in der aktuellen Zeit sehr, sehr beliebt. Und ein Mustang als ganz normalen SUV, ich glaube, das wäre dann auch wirklich eine Nummer zu viel gewesen. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt genug von außen geschaut und gehen jetzt mal in das Auto rein. Wir drücken wieder den Knopf. Also das bin ich, da bin ich echt von fasziniert. Das ist sehr, sehr cool. Und steigen jetzt mal hier in den Innenraum ein. Ich mache die Tür mal zu und ich muss sagen, ganz ehrlich, das ist hier wirklich abgespaced. Wir haben natürlich hier hinten Corona-konform die Abdeckung zur Rückbank und schauen wir uns jetzt mal etwas näher den Innenraum an, denn der ist wirklich sehr, sehr anders, aber meiner Meinung nach sehr, sehr cool. Also ich schwenke die Kamera mal rum. Wir sehen jetzt hier ganz prominent in der Mitte dieser 15 Zoll Display. Hochkant, quasi wie bei Tesla. Und hier in der Mitte auf dem Display haben wir den Lautstärkeregler und in der Mitte hier auch die An-Aus-Taste für die Musik
Also das ist wirklich richtig cool gemacht. Grundsätzlich wirkt dieser Innenraum natürlich sehr, sehr minimalistisch. Wir haben hier vorne einen kleinen Display, wo wir eben verschiedenste Informationen angezeigt bekommen. Wie Ladestand, aktuelle Reichweite, Navigationsinformationen etc. pp. Muss natürlich nicht so riesig sein. Wir haben kein Drehzahlmesser mehr, den brauchen wir beim Elektroauto nicht. Und ich finde es auch einfach cool, dass man dann hier das eben so löst mit einem ganz clean, minimalistischen Display hier vorne, wo eben die nötigsten Informationen angezeigt werden. Auch sonst haben wir hier im Innenraum keine Tasten. Alles ist hier zentral über diesen Display in der Mitte gelöst. Und im Gegensatz zu beispielsweise dem ID.3, den wir im letzten Video ja auch getestet haben, muss ich sagen, dass das hier irgendwie, obwohl keine Tasten vorhanden sind, meiner Meinung nach irgendwie ja, stimmiger wirkt. Also ich fühle mich wohler. Ich kann es gar nicht genauer erklären, aber irgendwie kommt mir das alles so ein bisschen durchdachter vor. Der Display, klar, lenkt so ein bisschen natürlich auch hier wieder vom Fahrgeschehen ab. Wir haben im Ford Mustang Mach-E leider kein Head-Up-Display. Das wäre nochmal eine coole Sache gewesen. Aber gut, das haben wir jetzt hier nicht. Man muss natürlich immer hier nach rechts schauen. Aber es sind alles große Tasten, große Schriften. Alles, was irgendwie wichtig ist, ist farblich hervorgehoben. Also das ist meiner Meinung nach einfach sehr, sehr gut gemacht. Wir haben hier oben in der Mitte auch nochmal die Möglichkeit, über Schnellwahltasten in die Navigation zu gehen. Das ist einfach groß genug, dass man jetzt nicht irgendwie nochmal schauen muss, okay, habe ich jetzt die richtige Taste gedrückt oder nicht? Jetzt möchte ich hier nochmal eben schauen, wo wir die ganzen Informationen finden zum Thema Elektromobilität. Nächste EV aufladen, war das da? Achso, nee, da findet er jetzt die nächsten Stromtankstellen in der Nähe. Wenn wir jetzt hier auf den Bordcomputer beispielsweise wieder gehen, genau, da sehen wir jetzt eben, wofür haben wir Strom verbraucht, Energie verbraucht, was Zubehör, ist es die Außentemperatur, was die Route, die wir gefahren sind, Klimatisierung im Innenraum. Also die wichtige Information, was hat jetzt genau dazu geführt, dass wir Energie verbraucht haben, dass die Batterie leerer geworden ist, die können wir jetzt hier eben im Borddisplay sehen. Also mir gefällt das hier sehr, sehr gut, gerade eben, weil die Tasten auch so groß sind. Das Lenkrad kommt mir auf jeden Fall bekannt vor aus beispielsweise dem Ford Puma, den wir auch schon gefahren haben, gerade was hier so die Tasten angeht. In der Mitte natürlich nicht das Ford-Logo, sondern das Logo vom Mustang. Hier in der Tür, es geht so ein bisschen hoch, aber das ist richtig hochwertig beledert. Hier alles in der Tür, die Tasten für die Fenstereinstellungen. Hier unten der Knopf, um die Tür wieder zu öffnen, beziehungsweise es ist mehr ein Hebel als ein Knopf. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das sieht wirklich mega aus. Ist eben hier, ist aber auch Teil des Technologiepakets 2, was dieses Modell jetzt eben hat, die Bang & Olufsen Soundbar. Die zieht sich nämlich wirklich hier von der Tür hier unten, man sieht es, komplett hier über das Armaturenbrett bis hier auch in die Tür der Beifahrerseite. Also das ist auf jeden Fall echt cool gemacht erstmal. Wenn ich jetzt mal den Sound anmache, ihr könnt das jetzt leider nicht hören, aber meine Reaktion. Also ich würde sagen, soundmäßig ist dieser Wagen auf jeden Fall sehr, sehr weit vorne dabei. Ansonsten Thema Praktikabilität hier im Innenraum, würde ich sagen, kann der Ford Mustang Mach-E auf jeden Fall auch punkten. Wir haben hier unterhalb des Displays ein großes Fach, auch hier nochmal mit der Möglichkeit, das Handy induktiv zu laden. Hier nochmal ein Ablagepaket, zwei Cupholder hier in der Mitte. Hier unten drunter ist auch nochmal ein Ablagefach, also da kann man auch nochmal was drin verstauen. Hier in der Mitte, so, auch nochmal ein großes Ablagefach, eine 12-Volt-Steckdose ist da unten auch nochmal zu finden. Also da hat Ford sich auf jeden Fall einiges gedacht. Auch hier in der Tür unten auch nochmal ein großes Ablagefach. Also ich würde sagen, kein anderer Mustang konnte bislang so viele Ablageflächen und Praktikabilitätsmöglichkeiten bieten, wie dieser Ford Mustang Mach-E. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal richtig gut. Also kurzes Fazit zum Cockpit. Qualitativ bin ich positiv überrascht. Mir gefällt auch der Display hier sehr, sehr gut in der Mitte. Obwohl alles wirklich nur noch digital geregelt werden muss, muss ich sagen, gut, ich bin auch eine vergleichsweise junge Person, ist das sehr intuitiv, wie ich hier so durch die Tasten mich durchscrolle. Die Tasten sind gut erreichbar, sind groß genug, dass man auch immer die richtige Taste findet. Und ich würde sagen, das Cockpit überzeugt auf jeden Fall auf ganzer Linie, bin ich echt sehr, sehr positiv von überrascht. Deswegen würde ich sagen, gehen wir als nächstes mal eine Reihe weiter nach hinten und schauen uns mal an, wie viel Platz wir auf der Rückbank haben. Wir hatten schon gesehen, wir öffnen die Tür hier mit diesem Hebel, gehen raus,
Also Ausstieg auf jeden Fall auch sehr, sehr gut und entspannt. Und jetzt drücken wir den Knopf auf der Rückbank und gehen eine Reihe weiter nach hinten. Auch hier sehen wir wieder in der Tür sehr, sehr viel Leder, rote Ziernähte. Hier auch nochmal die Bang & Olufsen Box. Und ich würde sagen, wir steigen mal ein. So. Okay, was fällt mir jetzt hier auf? Es ist schon sehr, sehr dunkel, muss ich sagen. Liegt natürlich auch daran, dass wir hier ein schwarzes Dach haben und von oben gerade nicht ganz so viel Licht durch das Panoramadach kommt. Aber ansonsten, also ich sitze sehr, sehr gemütlich. Kopffreiheit ist jetzt für mich als Person mit einer Körpergröße von 1,95 Meter knapp ja, etwas ausbaufähig. Ich finde auch, dass ich sehr, sehr hoch sitze. Also ich habe auf der Fahrerposition etwas tiefer gesessen. Das gefiel mir besser. Also hier auf der Rückbank, muss ich sagen, sitze ich ein bisschen zu hoch fast. Man sitzt aber sehr, sehr gemütlich und das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv hervorzuheben. Auch was Qualitätsanmutungen angeht, bin ich auch positiv überrascht. Hier in der Mitte haben wir auch nochmal diese Armablage mit zwei Cupholdern. Aber ich würde sagen, das ist auch nicht weiter einer Erwähnung wert. Das gehört einfach dazu, wenn man eben so ein SUV baut, so wie Ford das ja hier mit dem Mustang Mach-E macht. Also insgesamt, auch auf der Rückbank würde ich sagen, bin ich positiv überrascht. Wir steigen mal wieder aus. Ich würde sagen, dann kann man mich nämlich wieder ein bisschen besser sehen. Also insgesamt Rückbank würde ich persönlich gerne einfach ein bisschen tiefer sitzen. Aber ansonsten, man sitzt sehr, sehr gemütlich und man merkt einfach, dass man Platz hat. Also Kniefreiheit gab es auf jeden Fall genug. So einfach nur ein bisschen die Kopffreiheit, die ich persönlich, aber auch mit 1,95 Meter Körpergröße, einfach gerne ein bisschen mehr gehabt hätte. Das Thema Praktikabilität haben wir uns gerade schon mal im Cockpit angeschaut. Aber wichtig ist für ein SUV natürlich auch, wie viel kann ich tatsächlich mitnehmen, wie viel kann ich transportieren? Und da wir hier im Ford Mustang Mach-E ja keinen Motor hier vorne mehr haben, haben wir neben dem Kofferraum hinten auch nochmal die Möglichkeit, Dinge hier vorne, im Kofferraum ist es ja im Endeffekt auch zu verstauen, der nennt sich dann nicht im Englischen Trunk, sondern Front Trunk. Und auch Porsche nutzt dafür ja beispielsweise das Wort Frunk und genauso macht es eben auch Ford. Das heißt, wir haben hier vorne auch nochmal 100 Liter Kofferraumvolumen plus den Kofferraumvolumen hinten und ich würde sagen, da starten wir jetzt auch nochmal ganz konventionell mit. Gehen hier wieder ans Heck. Ich habe jetzt den Schlüssel gerade nicht hier. Ansonsten könnte ich auch ganz entspannt diese Fußbewegung machen und dann würde sich der Kofferraum öffnen. Aber da wir den Schlüssel gerade nicht haben, drücken wir jetzt hier ganz klassisch den Knopf und der Kofferraum fährt automatisch hoch. Und dann haben wir jetzt hier eben den Ausblick auf insgesamt 400 bis, wenn wir die Rückbank umklappen, über 1400 Liter Kofferraumvolumen. Und das ist natürlich ordentlich. Wir haben jetzt hier, ich schwenke die Kamera mal wieder rum, so eine Ablagemöglichkeit, die ist natürlich vergleichsweise hoch. Die können wir aber auch individuell verstellen. Wir können die beispielsweise hier so eine Etage tiefer legen. Und dann haben wir jetzt hier nochmal quasi so einen doppelten Ladeboden. Da kann man hier dann nochmal ein bisschen mehr was reinpacken. Wenn man jetzt beispielsweise mal einkaufen war, Getränkekisten geschleppt hat, dann würde ich sagen, ist das auf jeden Fall einfacher, wenn man die hier eben in der höheren Ebene transportiert. Falls man hier hinten nicht mehr genug Stauvolumen hat, schließen wir den Kofferraum hinten, gehen wieder um das Fahrzeug rum. Na, jetzt bin ich in eine falsche Seite gegangen. Denn wir öffnen jetzt mal hier den Frunk und den öffnen wir ganz klassisch wie so eine normale Motorhaube. Und zwar ziehen wir jetzt hier zweimal an diesem Hebel. So, wir sehen, die Motorhaube hat sich schon angehoben. Die können wir jetzt ganz einfach hochheben. Und jetzt haben wir hier, ähnlich wie beispielsweise auch im Ford Puma, so ein Ablagefach hier. Insgesamt 100 Liter Stauvolumen bietet das nochmal zusätzlich. Gerade haben wir jetzt hier nochmal ein Kabel drin verstaut. Und ganz cool, genauso wie auch im Ford Puma, haben wir hier die Möglichkeit, dieses 100 Liter große Fach auszuwaschen. Hier unten, weiß nicht, ob man es sieht, ich kriege es jetzt nicht raus, haben wir nämlich so einen Abfluss. Da fließt das Wasser dann ganz einfach wieder ab. Und dann haben wir hier nämlich zusätzlich zu den 400 bis 1400 Liter Kofferraumvolumen hinten auch nochmal die Möglichkeit, 100 Liter zusätzlich quasi im vorderen Kofferraum zu verstauen. Wenn man beispielsweise, ich weiß nicht, wandern war, Fußball gespielt hat oder was weiß ich, irgendwie dreckige Sachen hat, dann packt man die einfach vorne rein, der Kofferraum hinten bleibt sauber und der ganze Schmutz, der sich dann hier vorne in diesem Kofferraum angesammelt hat, den spürt man einfach aus, Wasser fließt unten wieder ab, wenn man das aufmacht. Und alles ist gut. Ich glaube, auch so viel Alltagstauglichkeit hat ein anderer Ford Mustang bislang noch nicht bieten können.
Bei Elektroautos ist natürlich auch immer wichtig, die Frage zu klären, wie weit kann ich damit jetzt eigentlich fahren. Es gibt, wie gesagt, die Standard Range und die Extended Range Variante mit unterschiedlich großen Batterien und davon ist natürlich auch abhängig, wie weit man damit fahren kann und wie schnell man das Auto aufladen kann. Und ich bin ganz ehrlich, das sind so viele Dateninformationen, da habe ich mir hier einen kleinen Spickzettel geschrieben. Und zwar haben wir die Standard Range Variante, das ist jetzt nicht diese, das ist Extended Range, mit einer 68 Kilowattstunden Batterie und die Extended Range Variante hat eine 88 Kilowattstunden Batterie, also 20 Kilowattstunden mehr. Und zwar, so, jetzt muss ich mal ein bisschen ablesen, haben wir in der Standard Range Variante, das heißt, wir haben dann nur Heckantrieb, insgesamt 269 PS, sowohl als Heckantrieb als auch mit Allradantrieb. Und reichweitenmäßig führt das dazu, dass wir in der Heckvariante 440 Kilometer fahren können und die Allradvariante insgesamt 400 Kilometer fahren kann. Warum? Das Fahrzeug ist natürlich deutlich schwerer und mehr Gewicht muss transportiert werden. Das heißt, wir brauchen mehr Energie und die Reichweite sinkt etwas. Bei der Extended Range Variante, das ist wie gesagt die mit der 88 Kilowattstunden Batterie, haben wir entweder 294 PS, bei der Heckantriebsvariante und 351 PS bei der Variante mit Allradantrieb. Die größte Reichweite erzielen wir da natürlich auch wieder nur mit der Heckantriebsvariante. Insgesamt schafft die nämlich eine Gesamtreichweite von 610 Kilometern. Und wenn wir eben den Allradantrieb haben, so wie wir das eben hier bei diesem Modell haben, schaffen wir eine Reichweite von insgesamt 540 Kilometern. Auch das würde ich sagen, ist immer noch mehr als ausreichend. Wer fährt schließlich im normalen Alltag 540 Kilometer? Also das ist oftmals ja doch etwas unterschätzt, wie weit man damit eigentlich kommt. Jetzt gehe ich gerade hier schon nach vorne, denn hier haben wir die Lademöglichkeit, vorne links den Ladestecker. Und da ist es natürlich auch wieder die Sache, wie schnell lädt das Auto eigentlich? Insgesamt ist die Maximalgeschwindigkeit, wie wir das Auto laden können, 150 Kilowatt als Extended Range, also mit der 88 Kilowattstunden Batterie, beziehungsweise maximal 115 Kilowatt mit der Standard Range Variante. Das heißt, so, jetzt muss ich schauen. Wir schaffen in 10 Minuten ca. 119 Kilometer zusätzliche Reichweite zu laden und in 45 Minuten schaffen wir ungefähr 580 Kilometer bei der Extended Range Variante. Das sind meist dann diese großen Ladestationen an Autobahnen. Ford ist ja auch Teil des Ionity-Netzwerks mit Daimler, mit Hyundai, mit Volkswagen. Ich weiß gar nicht, wer sonst so alles dabei ist. Die gibt es meist eben an Autobahnen. Mit den 50 Kilowatt Gleichstromladestationen schaffen wir insgesamt so 300 Kilometer zu laden pro Stunde, also 300 km/h. Aha. Nein, also mit den 50 Kilowatt Gleichstromladestationen laden wir insgesamt in einer Stunde so ungefähr 300 Kilometer nach. Man hat natürlich nicht immer die Möglichkeit, so öffentliche Ladestationen zu nutzen. Die meisten laden so ein Auto dann privat. An der Wallbox, an der Steckdose, Haushaltssteckdose, sind wir ganz ehrlich, das dauert ewig lang. Deswegen gibt es auch die Förderung beispielsweise für Wallboxen. Und bei Wallboxen mit einer Ladeleistung von 11 bis 22 Kilowatt laden wir ungefähr 58 Kilowatt pro Stunde wieder auf. Das heißt, so 2-3 Stunden müsste man so ein Ding dann schon dran laden. Wobei ich auch sagen würde, dass 58 Kilometer Strecke pro Tag, wenn man das in einer Stunde laden kann, ausreicht. Wenn man jetzt beispielsweise beim Arbeitgeber lädt oder wenn man das Ding irgendwie beim Supermarkt lädt und da so ein Ding stehen hat. Also deswegen würde ich sagen, reichweitentechnisch hat man beim Ford Mustang Mach-E kein Problem. Kommen wir schlussendlich zu einem Fazit hier über den Ford Mustang Mach-E. Und ich bin ganz ehrlich, der Wagen hat mich sehr positiv überrascht. Designmäßig sieht man einfach, dass der Wagen ein Mustang ist, auch wenn er höher ist, auch wenn er größer ist. Also die Designaspekte wie Frontlampen, wie das Hecklampendesign, finde ich echt sehr, sehr gut gemacht, dass man auch sieht, dieser Wagen ist zwar anders Mustang-mäßig, aber er ist ein Mustang. Also da hat Ford sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Wir schauen nochmal in den Innenraum. Ich würde sagen, dieser Innenraum zeigt eindeutig, dass dieses Auto auch zukünftig noch relevant sein will. Die Ladeleistung ist meiner Meinung nach schnell genug. Die Reichweite ist auf jeden Fall auch mehr als ausreichend, gerade in der Extended Range Variante. Und deswegen ist dieser Wagen für mich auf jeden Fall als Elektroauto wirklich eine ernstzunehmende Konkurrenz für Tesla Model Y, Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq. Ich würde sagen, mit diesem Wagen hat Ford auf jeden Fall einen richtigen Musterschüler auf die Straße gebracht. Das soll es dann für dieses Video auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein großer Dank geht an dieser Stelle jetzt erstmal an das Ford Center Soest, die mir ermöglicht haben,
diesen Wagen mir heute anzuschauen. So viele gibt es davon deutschlandweit nämlich noch gar nicht. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen so ein paar Fragen klären, was den Ford Mustang Mach-E angeht und auch die Sorge nehmen, dass Ford hier den Namen Mustang in den Dreck zieht, denn das tut Ford auf jeden Fall nicht. Dieser Wagen ist echt richtig cool, von außen, von innen. So ein paar technische Features, die mir richtig gut gefallen. Und ich kann mir deswegen auch ziemlich gut vorstellen, dass dieser Wagen für Ford ein echter Kassenschlager wird. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr es positiv bewertet und einen Daumen nach oben gebt. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr kein neues Video mehr auf diesem Kanal. Schaut doch gerne mal auf meinen anderen Social-Media-Profilen vorbei. TikTok, Instagram, LinkedIn. Da bekommt ihr ein paar mehr Behind-the-Scenes-Fotos und Videos zu diesem Fahrzeug, zu ganz vielen anderen Fahrzeugen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.